herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Wissen Sie, wie eine Bank grundsätzlich davon ausgeht, egal wie gut Sie dastehen und wie toll und wie viel Eigenkapital Sie haben, wissen Sie, wie eine Bank immer denkt? Die Bank geht grundsätzlich immer davon aus, dass sie ihr Haus, ihre Wohnung irgendwann versteigern wird. Ja? Banker sind grundsätzlich negativ eingestellte Menschen. Das sind sie von Berufswegen. Sie brauchen nicht so böse zu gucken, ich kann nichts dafür. Habt ihr gerade bewiesen, dass es böse Menschen sind? Richtig. Ja. Die Krönung war 2009, als das mit dieser politischen Finanzkrise anfing, habe ich gelesen, Zitat von einem Banker, der sprach über seine Banken, wir sehen uns als Opfer der Finanzkrise. Ich so, hallo, irgendjemand merkt hier die Einschläge nicht mehr ganz. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.